Ja, damit läuft der Start-Countdown. 9 Runden sind angezeigt, aber Gustav, aus den 9 Runden könnten unter Umständen vielleicht auch 2 mehr werden. Ja, man hat hier eine Änderung im Reglement vorgenommen. Man hat den Teams gesagt, bitte tankt für 2 Runden mehr. Denn die ersten 2 Safety-Car-Runden, wenn es denn welche geben sollte, und es gibt sehr wenige Leute, die darauf wetten würden, dass es hier keine gibt, die würden dann nicht mit zur Renndistanz zählen. Also, liebe Zuschauer, lassen Sie sich da nicht verwirren. Falls das Safety-Car rauskommen sollte, 2 Safety-Car-Runden würden nicht von der Renndistanz von 9 Runden, die hier vorgesehen sind, abgezogen. Allerdings, wenn es mehr Safety-Car-Runden gibt, dann, wie gesagt, gehen Sie wieder auf die Renndistanz. Wir können uns vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal gut die Strecke angucken. Lange, gerade Passagen hier unten am Meer entlang, muss man sagen. Dort erreichen die Tourenwagen Spitzengeschwindigkeiten von knapp 250 km/h, also schneller als in Monza. Sollte man im ersten Moment nicht glauben auf einem Stadtkurs, der übrigens 6,12 Kilometer lang ist, der längste Stadtkurs der Welt. Und dann geht es nach diesen langen, geraden Passagen. Die haben noch einen kleinen Knick drin und dergleichen, das werden Sie sehen. Aber dann geht es in die Stadt rein. Das sieht dann so ein bisschen so aus wie Monaco, den Hügel hoch zum Casino. Alles eng, alles gefährlich. Und das ist der neuralgischste Punkt der Strecke, genau, hier, das Anbremsen der sogenannten Lisboa-Kurve. Und da haben wir schon auch viele Massenkarambolagen gesehen, bevor es dann hinaufgeht in den, ja, winkligen, ja, Stadtteil. Ja, Uwe, man soll ja auch nicht mit 250 rechts abbiegen, ne? Also, kleiner Scherz am Rande. Wie gesagt, jetzt kommen wir in diesen Monaco-Teil hier rein. Das fangen uns die Kameras jetzt schön ein. Alles eng, zum Teil blinde Kurven, also man weiß nie, was einen da erwartet, wenn man um die Ecke kommt. Die engste Stelle ist die sogenannte Melco Hairpin, da kommen wir gleich hin. Da herrscht übrigens permanentes Überholverbot, denn diese Kurve, nur zur Illustration mal, Eingang 14 Meter breit, Ausgang 7 Meter breit, und da können Sie sich vorstellen, da wäre ein Überholversuch mit Sicherheit die Herbeirufung des Safety Cars. Das ist mal sicher. Ja, jetzt geht es die ganze Zeit bergauf bis zu dieser erwähnten Spitzkehre. Und von da aus dann quasi wieder bergab. Und dann sind wir wieder im schnelleren Teil der Strecke. Jetzt schon wieder leicht bergab aus Sicht von Dirk Müller. Wir haben natürlich in allen 3 Titelfahrzeugen oder Titelkandidatenfahrzeugen die Inboard-Kamera eingebaut, damit uns nichts entgeht. Weiteren Inboard-Kameras können wir vielleicht auch noch kurz ergänzen, nämlich Ricard Riedel und Alan Menu werden ebenfalls uns Bilder aus dem Auto liefern. Aufpassen müssen wir, die Lackierung der Fahrzeuge hat sich teilweise geändert. Andy Priots Fahrzeug deutlich grüner als normal, auch Jörg Müllers. Ja, Jörg Müllers Fahrzeug ist auch deutlich grüner. Dazu kommt noch Duncan Hüßmann, der zur Unterstützung von BMW an den Start geht. Allerdings der dreifache Sieger hier von Macau hat ein bisschen enttäuscht. Hier ist übrigens die erwähnte Spitzkehre. Genau, das war die Spitzkehre, die berühmte. Duncan Hüßmann nur auf der 15. Startposition, da hat er doch enttäuscht. Klar, ihm fehlt so ein bisschen das Training mit diesen Super 2000 Autos. Aber er ist natürlich der King of Macau, wie man ihn nennt, denn er hat in den vergangenen 3 Jahren, hat er jeweils hier das Rennen gewonnen. 2001 bis 2003, dann war es Jörg Müller im letzten Jahr, übrigens vor Andy Priot, der war nämlich letztes Jahr Zweiter. Und damit unterstreicht er ganz klar auch seine Favoritenrolle. Im letzten Jahr war ja dieses Rennen kein Jahr Prädikatsrennen, zählte nicht zur Europameisterschaft oder gar zur Weltmeisterschaft, die gab es ja im letzten Jahr noch nicht. Also dieses Einladungsrennen am Ende der Saison, schon seit vielen Jahren ein Klassiker und in diesem Jahr erstmals mit WM-Prädikat ausgestattet. Kommen die Autos wieder in den schnellen Teil der Strecke. Ich will Sie vielleicht auch noch auf etwas vorbereiten, was Sie möglicherweise gleich am Start sehen werden. Weil es hier so schnell ist, müssen zum Beispiel die BMW, die ja sonst die schnellsten Starter sind, das kennen wir ja aus allen anderen Rennen, die ziehen ja normalerweise ab wie Schmidts Katze, die fahren hier mit der längsten Achse, die es überhaupt gibt, und das heißt, sie sind nicht besonders flott weg vom Start. Dazu kommen jetzt noch die 60 Kilo, also seien Sie nicht überrascht, wenn wir gleich eine etwas andere Situation erleben und die Alfa Romeo, die neben dem Andy Priot bzw. hinter ihm stehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schlechter starten werden als er, möglicherweise sogar noch einen Tick besser. Also nicht verblüfft sein, was da plötzlich los ist. Das ist die technische Voraussetzung hier am Start.
Hochspannung in Macau, das Finale steht uns ins Haus. Der 19. Lauf, der sicherlich noch keine Vorentscheidung bringen wird. Dafür sind die Konkurrenten zu dicht beieinander. Mal sehen, es sei denn, es kommt hier zu einer Kollision, mit der wir hier immer wieder rechnen müssen. Insbesondere in der ersten scharfen rechts in der Lisboa Bend. So, das letzte Fahrzeug rollt in die Startposition hinein. Sehen wir auch das Fahrzeug von Michael Funkel. Ein Ford Focus aus dem Hotfield-Team, das übrigens das erste Mal dabei ist, im Gegensatz zu Michael Funke und den Kollegen. Wir achten auf die Ampel, die ist rot geschaltet. Und das Finale ist eingeläutet. Guter Start, zumindest auf den ersten Meter von Andy Priot. Er übernimmt die Führung in diesen jetzt schnellen Ecken. Ja, hier wirkt sich auch schon der Windschatten aus bei diesem Tempo. Es kann also sein, dass ihn jemand aus dem Windschatten. Und da kommt schon der Angriff von André Couto. Außen herum in Lisboa, wenn das funktioniert. Ja, da ist die Anfahrt erst zur Lisboa und ja, da ist er schon vorbei. Das war Mandarin Corner. Und jetzt geht's in Richtung Lisboa. Da hat er schon einen relativ satten Vorsprung, der André Couto. Der kennt sich zwar aus hier, aber hat das optimal raus. Und jetzt heißt Luft anhalten. Jens, hier ist es immer eng. Und Jörg Müller, und da geht es tatsächlich Und da haben wir schon den ersten großen Schrotthaufen, und das heißt Safety Car, das ist mal ganz sicher, denn hier kommt niemand mehr durch. Das ist ja nun genau das, was wir eigentlich befürchtet hatten. Es ist verwickelt, auf jeden Fall beschädigt ein Chevrolet, es ist beschädigt ein Seat, es ist beschädigt das Auto von Jörg Müller. Ich denke mal, die dahinter haben es weitestgehend geschafft, ihre Fahrzeuge abzubremsen. Aber schauen Sie sich das Bild mal bitte an. Ich glaube, da sind auch die ganzen Piloten Independence Trophy dabei. Rote Flagge ist draußen, kein Safety Car, Abbruch des Rennens. Ich habe es mir gedacht, weil so zu wie die Strecke ist, nützt das Safety Car überhaupt nichts. Wir haben es ja nicht beschreien wollen, weil es war eigentlich zu erwarten. Hier kommt Jörg Müller aus eigener Kraft quer. Da war noch ein Chevrolet dabei und dann knallt ein Seat hinein. Ich glaube, es ist der Tom Coronel, und das wäre natürlich jetzt für die Independence Trophy eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Tja, da stehen die Verantwortlichen in den Boxen und schauen sich das Drama da an. So, Jörg Müllers Auto am Haken. Also Routine haben die hier im Macau. Die Aufräumarbeiten gehen schnell. Deshalb war ich eigentlich auch überzeugt, dass die das mit dem Safety Car probieren. Naja, aber die 15 Autos da aufzulösen. Ja gut, es sind ja nur drei oder vier, die sie wegschaffen müssen. Der Rest hat ja noch rechtzeitig stoppen können. Also wenn der Tom Coronel dabei ist, der möchte ich an der Stelle mal zitieren. Er sagt, Macau ist ein Glücksspiel. Hier habe ich in Führung gelegen, im Formel-3-Rennen bin abgeflogen. Ich habe in Führung gelegen, beim Tourenwagenrennen bin abgeflogen. Macau ist ein Glücksspiel und deshalb gibt es hier so viele Casinos. Und ich fürchte, der Seat, der da vorne jetzt quer steht, ist das Fahrzeug von Tom Coronel. Und damit wäre das Glücksspiel heute nicht zu seinen Gunsten ausgegangen. Und die Serie, die wir eben angedeutet haben, er lag in Führung, nämlich hier in der Independence Trophy, die setzt sich wieder fort. Und das Ergebnis, das kennen wir aus der Vergangenheit, den guten Tom Coronel hat es wieder mal erwischt. Ja, es hat aber auch Jörg Müller erwischt, denn das Auto hat man da mit dem Kran weggehoben. Der kommt natürlich nicht zum Neustart. Also da geht es genau so zu, wie wir das alle leider befürchtet haben. Heißt auch für BMW ist natürlich jetzt eine weitere Speerschwitze raus. Natürlich. Natürlich. Nochmal die Wiederholung. Tja, das war ein Fahrfehler von Jörg Müller, muss man ganz klar sagen. Ja, ich würde mich da nicht festlegen Vielleicht wollen. Hat er vorhin auf die Ecke bekommen. Wir haben leider natürlich nicht sehen können, was vorher war. So, und jetzt, wie Sie sehen, das Safety Car steht vor dem Feld. Deshalb macht auch die Unordnung da hinten eigentlich gar nichts. Und dieses Safety Car wird das Feld jetzt hier eine Runde um die Strecke führen. Und dann wird man einen rollenden Start machen. Ich glaube, da ist auch zum Protestieren gar keine Zeit mehr gewesen. Das haben die kurzerhand hier entschieden. Und das wird jetzt einfach durchgezogen. Darüber kann man dann sich hinterher ja noch unterhalten. Wir sehen jedenfalls Marc Henerizis Auto da im Hintergrund. Der ist dabei. Wir müssen allerdings aufpassen, die Honda Accord, sie sehen fast identisch aus aufgrund der weiß-gelben Lackierung. Also müssen wir dreimal hingucken. Ja, Feld ist in der Einführungsrunde unterwegs. Gelegenheit auch die ein oder andere Zuschauerfrage mal anzusprechen, wie die zum Beispiel von Oliver Borgmann, der möchte wissen, geht es denn weiter? Da gibt es eine ganze Menge Gerüchte rund um das Thema Alfa Romeo, wer kommt noch dazu, wer fehlt und so weiter.
Ja, ich denke, Gustav, bei vielen Dingen wird es bei Gerüchten bleiben, weil viele Hersteller erst traditionell Anfang Dezember, egal ob auf der Motorshow in Essen oder in Bologna auf der Motorshow, so richtig Katze aus dem Sack lassen. Aber das Thema Alpha ist natürlich heftig diskutiert. Ja, nicht nur diskutiert. Ich denke mal, es gibt zwar keine offizielle Bestätigung, aber es scheint so zu sein, dass das Alfa Romeo Werksteam im kommenden Jahr nicht mehr am Start sein wird. Man bemüht sich um eine Lösung, die da heißt, die Autos werden privat eingesetzt. Wie privat, das muss man mal abwarten. Aber man hat ja auch gesehen, dass das sehr wahrscheinlich stimmt. Denn zwei der Werksfahrer, nämlich James Thompson und Gabriele Tacchini, haben bereits bei SEAT unterschrieben. Und das ist die zweite wichtige Nachricht. Das SEAT-Werksteam wird im kommenden Jahr mit 6 Autos an den Start gehen. Da kommt nämlich noch der Ivar Müller dazu. Und die bisherigen Werksfahrer, nämlich Riedel, Cordi Genet und Peter Terting, bleiben im Team. Also 6 SEAT Leon auf jeden Fall im kommenden Jahr am Start. Unterstützt übrigens dann auch von dem französischen Team, das wir ja auch in diesem Jahr schon gesehen haben, sprich das Orica-Team wird also diese anderen Autos einsetzen. Man wird quasi ein A- oder B-Team, wie auch immer haben, wie man es ja aus anderen Meisterschaften auch kennt. Oder wie zum Beispiel auch aus dem BMW-Lager, und das Ganze ja auch im Prinzip auf mehrere Teams richtig bislang verteilt hat. Richtig, so ist es. So, ich denke aber, jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, was jetzt hier gleich abgeht. Tja, ich denke mir, der André Couto wird wahrscheinlich das Feld nochmal kurz zusammenbremsen, bevor es hier auf die Stachelzielgerade geht. Und dann wird er wie ein Wilder das Tempo anziehen. Nämlich er darf das Tempo bestimmen. Soll heißen, er darf nicht das Führungsfahrzeug überholen. Aber er ist derjenige, der das Tempo jetzt bestimmt. Und daher werden wir also gleich einen wild nach vorne stürmenden André Couto beobachten. Und das ist natürlich seine große Chance, sich zu profilieren. Das hat er ja auch angedeutet eben nach dem Motto, er fährt hier sein Rennen. Und wenn ich Giovanardi nicht sehe, wie will er den auch sehen? Er fährt hier 6-7 Positionen locker dahinter. Dann wird er versuchen, hier den Sieg nach Hause zu fahren. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ja, nun gut, er nimmt ja in dem Moment, wo er vor an die Prio fährt, nimmt er dem ja zumindest schon mal Punkte weg. Der macht ja dann gesetzt dem Fall, der Einlauf wäre so wie jetzt zu sehen, dann nimmt er ihm 2 Punkte ab. So, die Lichter am Safety Car sind aus, das heißt, er wird gleich einbiegen und wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf alles das, was jetzt rund um André Couto passiert. Prio der Tabellenzweite liegt hier auf der 2. Position. Führungsfahrzeug ist raus und jetzt wird's ernst. Und jetzt gibt er Gas. Ja, diese grüne Ob Flagge übrigens heißt, der erste Startplatz hier für Couto so gut ist, wird sich zeigen. Möglicherweise gelingt es ja Andy Prio im Windschatten. Ja, aber ihm fehlen schon ein paar Meter. Da muss er erstmal wieder ansaugen. Ja. Die Abstände schon relativ eklatant. Da sahen wir Dirk Müller, auf den müssen wir logischerweise auch achten. In der 5. Position. Der kann jetzt einen Angriff vielleicht versuchen. Das sind natürlich die ganz schnellen Ecken, da darf es auf keinen Fall zu einer Kollision kommen. Dann ja, das ist so um die 210. Angriff jetzt von Dirk Müller auf Nicola Larini. Während Couto die Führungsposition verteidigt, ist Dirk Müller vorbei an Larini. Da, und da ist er rausgekommen. Und jetzt kommt Couto raus. Jetzt kommt er zurück. Aber da sehen Sie ihn, glaube ich. Durchatmen bei allen Beteiligten. André Couto, der hier zu Hause ist, der knallt in der ersten Kurve in Führung liegend die Kiste in die Reifenstapel hinein. Er hatte schon komfortablen Vorsprung. Und so wird es jetzt weitergehen. Da können wir mal uns drauf gefasst machen hier. Das geht alles. So, Prio führt. Wichtig, er ist nämlich jetzt der neue Tabellenleader, wenn wir das jetzt mal zwischendurch immer wieder aufrechnen Correct. Würden. Fahrfuß müsste Zweiter sein. Fahrfuß Zweiter. Dirk Müller ist Vierter, Riedel Dritter. Wilder trifft von Augusto Farfus in dieser Passage. Tja, da wird sich der Andy Prevo eben eins gelacht haben, als der Couto da gerade ausschoss. Aber ich fürchte, der ist gar nicht zum Lachen gekommen, denn das ist volle Konzentration hier. Eine Sekunde unaufmerksam und es knallt. Ja, vor allem gefährlich für die Nachfolger, also wieder zurückrutscht. Hier sehen wir die Situation. Schied spät auf der Bremse und dann reicht es einfach genau. Nicht mehr mit untersteuern, rutschen, greifen. Und jetzt kommt er zurück. Und das ist wirklich eine heikle Situation. Ja, das Auto ziemlich bös beschädigt, wie wir an der Haube vorne sehen. Das wird also sicherlich
einen Boxenaufenthalt nötig machen. Barfuß ist da dran an Andy Prio. Beinahe. Tja, die Schlacht in Macau geht durch den Leitplattenkanal. Und Riddell ist stark. Er hat jetzt den Anschluss herstellen können an seine beiden Vorderleute. Ja, Riddell ist auch einer, der diese Strecke mag. Und der hat Selbstbewusstsein hier. Und er hat mit nichts was zu tun, das ist es ja. Er muss sich keine Gedanken machen. Und da ist der Nächste abgeflogen. Es ist wieder André Couto. Ja. Jawohl. Ja, das ist Couto zum Zweiten. Tja. So, da haben wir die Einblendung. Genauso, wie wir es gesagt haben. Prio, Farfus, Riddell, Dirk Müller, Alain Menu und Nicola Larini. Also für Chevrolet sieht es im Moment nicht schlecht aus. Sie haben ein Auto verloren. Davon gehe ich mal aus, dass Rob Huff nicht mehr dabei ist. Giovanardi ist Siebter, auch wichtig im Hinblick auf die Meisterschaft. Ja. Im Moment läuft es nach Maß aus Sicht für BMW, was die sogenannte Herstellerwertung anbetrifft. Allerdings, Andy Prio ist jetzt auch nicht zu beneiden, hat nämlich im Rückspiegel Augusto Farfus da im Großformat. Und sehr viel Ölbindemittel am Streckenrand. Da hat Riddell Probleme und Probleme auch für Giovanardi. Oh, da wäre beinahe der Titel weg gewesen. Oh, da hat er Schwein gehabt, dass er da nicht reingekracht ist. Eieieiei. Hochspannung hier. Ich bin auch nicht sicher, ob da in der Lisboa nicht durch das Bindemittel noch irgendwas passiert, weil da ist natürlich null Grip mehr auf der normalerweise Ideallinie. So, und das, was ich eben vermutet hatte, nämlich, dass sowohl Tom Coronel als auch Giuseppe Ciro in den Unfall verwickelt sind und waren in der Startrunde, das wird auch bestätigt inzwischen. Das heißt, Marc Henneritze ist jetzt auf Titelkurs. Ich glaube, da gibt es auch keinen mehr, den Titel nehmen kann. Im Rennen führt zwar der Karl Rosenblatt vor ihm in der so einer Privatfahrerwertung. Nein, das ist Stefan der Erste, der liegt hier auf der sensationell 10. Position. Das ist der Überraschungsmann von Spa-Franco Scheun, der sich sicherlich an den zweiten Lauf, als er plötzlich zumindest zunächst als Erster über die Ziellinie fuhr, aber das Ganze wurde danach etwas korrigiert, weil er mehrfach abgekürzt hatte. Also, ich denke, der... So ist es. Karl Rosenblatt hat 78 Punkte, 40 sind hier zu vergeben. Wenn der sich die holt, dann kommt er immer noch nicht auf die Anzahl von Punkten, die Marc Henneritze hat. Der hat nämlich schon 102. Ja, rechnen ist schon möglich, ne? 78 Punkte. Ja, gut. Ja, es könnte vielleicht noch gerade gehen. Also muss er aufpassen. 24 Punkte Rückstand. So, da sind die gelben Flaggen draußen. Wahrscheinlich, weil André Couto's Alpha da irgendwo am Pistenrand steht. Schauen wir mal. Ja, das ist die Ecke, wo der Alpha parkt. Also im Hintergrund. Tja, sein Auftrag ist nicht so nach Zufriedenheit von Monika Sips gelöst worden, die Teammanagerin aus dem Alpha. Aber die Monika Sips, die kennt das leider schon dieses Wochenende. 5 Unfälle haben ihre Piloten hier schon veranstaltet. Und das Alfa Romeo Werksteam war wirklich nicht zu beneiden. Von wegen freier Tag gestern oder sowas. Die haben also nur geschraubt und gebaut und gemacht. So, und Andy Prio kriegt jetzt Druck von Augusto Farfus. Der lässt den passieren. Ja, das ist natürlich clever von Prio. Das ist clever. Er bleibt dran. Versucht den Gegenkonter in Anfahrt zur Lisboa. Bleibt dahinter. So, wer findet den richtigen Bremspunkt? Und da kommt es zu einer Kollision, das war aber auch klar. Der Augusto Farfus ist erheblich langsamer geworden. Ja, so ist es. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob er da nicht in seine Trickkiste gegriffen hat. Nach dem Motto, pass mal auf, mein Freund, wenn du mir drauf fährst. Und Dirk Müller ist aufgrund dieser Manöver jetzt ebenfalls fast dran. Aufgeschlossen zur Spitzengruppe, ganz genau, ist jetzt dran. Eieiei, da wird aber mit allen Mitteln gekämpft hier. Ich glaube, jetzt reißt sich niemand direkt darum, hinter Augusto Farfus herzufahren. Ja, es kommt was hinzu, was auch gerade die Piloten aus der Formel 3 hier kennen. Und was auch im Qualifying ja eine Runde gespielt hat, nämlich der Windschatten. Das heißt, der Führende hat ein Problem auf der langen Geraden, sich den Nachfolgenden aus dem Windschatten zu halten. Das war nämlich der Grund, weshalb Augusto Farfus hier in der Lage war, auch vorbeizukommen. Aber nicht der Grund dafür, dass er in der Lisboa nochmal vom Gas ging? Nein, das nicht. Das würde ich mich auch gerne mal sehen. Da hat er mich deutlich das Tempo reduziert. Und seine Hintermänner, nämlich sowohl Prio als auch Riddell, die waren davon überrascht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wie gesagt, da sollten wir auch für die letzten Runden drauf achten.
der Zweitplatzierte, wenn er dicht genug dran ist, hat möglicherweise die weitaus besseren Karten als der Erste. Tja, jetzt haben wir sie aber schön hintereinander aufgereiht. Farfus, Prio, Riedel, Dirk Müller, auch der Fünftplatzierte ist da dran. Nicola Larini und der Sechstplatzierte ist Giovanardi. Und wen so, haben wir da? Da haben wir einen Zert an der Box. Ja, das Auto von Frau Di Genet, die 9. Das ist bitter. Der hatte schon im Warm-up einen leichten Abflug zu verzeichnen. Ja, doch keinen besonders tollen Startplatz. Jawohl, da steht immer noch das Auto von André Couto. Deshalb die gelben Flaggen, das will man da offensichtlich nicht wegbuxieren. Damit also Überholverbot in dieser Kurve. Das ist die Fisherman's Bend, wie sie heißt. Das heißt, da, wo man wieder zum Meer herunterkommt. So, jetzt sechster Rang für Giovanardi. Alain Menu fehlt da in der Gruppe. Der war eine Weile ist zurückgefallen auf Rang 9. Achten müssen wir auf Duncan Hüßmann. Der hat erheblich Boden gut gemacht. Er ist jetzt Achter. Ja, er hat ein leeres Auto. Und jetzt schauen wir mal, was Andy Prior mit Augusto Farfus veranstaltet. Ah ja. Ich glaube, diesmal war er drauf gefasst, dass da möglicherweise irgendwas ist. Aber diesmal war alles sauber. So, jetzt haben wir den virtuellen Tabellenstand. Ja. Damit wäre Andy Prior, das haben wir eben schon mal vorgerechnet, wäre Meister vor Dirk Müller und Fabrizio Giovanardi. Allerdings zwei Pünktchen, das ist nicht viel. Und wir denken da immer dran, im zweiten Durchgang wird umgekehrt aufgestellt, nämlich umgekehrt auf den ersten 8 Plätzen, ausgehend vom Zieleinlauf. Und dann hätte Andy Prior im Moment nur den 7. Startplatz inne. 2 Startplätze besser wäre Dirk Müller platziert. Und 2 Startplätze heißen in der Regel auch 2 Punkte. Jetzt mal rein rechnerisch von den Positionen her. Wenn man das ja, das bleibt spannend bis zur letzten Sekunde. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, weil Sie haben ja gesehen, liebe Zuschauer, da kann auch alles passieren hier auf dieser Piste. Da können Sie nie sicher sein, dass das alles jetzt so abgeht, wie wir das gerade sehen hier. Und es sieht so aus, als ob sich im Moment Farfus und Prior so ein ganz klein bisschen absetzen können. Ja, gespannt verfolgt man da beim Team von Andy Prior die Dinge, die sich da tun. Bart Mampay, der übrigens auch das Auto von Duncan Hüßmann einsetzt. Und den sollten wir auf jeden Fall beobachten, weil der ist leicht unterwegs und der hat natürlich einen Auftrag, nämlich die BMW-Kollegen insbesondere im Hinblick auf die Markenwertung zu unterstützen. Richtig. Und wenn er jetzt da inzwischen auf Platz 8 notiert wird und vor ihm Antonio Garcia, von dem man munkelt, dass er möglicherweise im nächsten Jahr in die 4 GT wechselt. Eins von vielen Gerüchten hier in Macau. Aber wie gesagt, das sind viele Gerüchte. Dann hat Duncan Hüßmann sehr gute Möglichkeiten, hier seiner Funktion als Wasserträger gerecht zu werden. Nämlich genau das, was eigentlich André Couto leisten sollte, aber ja, etwas übermotiviert nicht umsetzen konnte. Hinter Duncan Hüßmann kommt erstmal lange nichts. Das ist dieses Loch, was wir gerade da gesehen haben. Die ersten 8 relativ eng zusammen, auch wenn André Couto, wenn sich Augusto Farfus jetzt wieder 2-3 Meter absetzen könnte. Aber beim Anbremsen der Lisboa-Band ist Andy Prior wieder dran, vielleicht sogar vorbei. Herr Außenraum, das wird nicht funktionieren. Ich glaube auch nicht, dass er es ernsthaft probieren wird. Nicht wirklich, vielleicht beim Rausbeschleunigen, aber dafür ist der Winkel, den er jetzt gerade gewählt hat, zu ungünstig. Fahrspur übrigens jetzt wieder sauber gefahren vom Bindemittel. Heikle Situation für Andy Prior. Er könnte schneller offensichtlich, aber die Gefahr, hier in eine Kollision hineingerissen zu werden, ist extrem groß. Hinter im Stau ist sicher beinahe. Hier braucht es Geduld. Der könnte mit 8 Punkten natürlich gut leben. 10 wären schöner, sagt er sich. Anspannung bei allen Beteiligten, auch bei Monika Sips, die hier verfolgt, wie einer ihrer Mann die Führungsposition innehat, aber die Konzentration liegt beim Sechstplatzierten, bei Fabrizio Giovanardi.
Der Spätstarter in die Saison. Jetzt in Imola platzte der Knoten. So, jetzt müssen wir natürlich noch mal eins sagen. Wir können natürlich, wir haben den Augusto Farfus ja häufig kritisiert. Aber eins muss man natürlich sagen. Der macht hier einen phänomenalen Job. Denn er ist einer der Macau-Neulinge. Er kannte diese Strecke nicht. Hat sich hervorragend im Qualifying geschlagen. Und führt jetzt hier auch das Rennen an. Und also schon toll, was er da leistet. Da sieht man auch eine kräftige Kammspur an seinem Alpha. Und das war eben dieser kleine Auffahrunfall, als er da in der Lisboa Bend etwas verzögerte und Andy Priot auffuhr. Ja, das beeinträchtigt ihn aber, glaube ich, nicht besonders. Also wenn Überholmanöver stattfinden sollen, dann werden sie sehr wahrscheinlich in der Anbremszone vor der Lisboa stattfinden können. Da werden wir jetzt nicht so viele Überholmanöver sehen. Wir sehen aber fünf verschiedene Fahrzeuge oder fünf verschiedene Hersteller auf den ersten fünf Plätzen. Ja, sind alle Marken dabei, bis auf Ford. Michael Funke liegt auf der 18. Position, Patrick Bernhardt auf der 20. Dazwischen Peter Schamach. Ja, und der Peter Schamach fährt ein Auto aus der asiatischen Tourenwagenmeisterschaft, das eigentlich normalerweise von Franz Engstler gefahren wird, den er hier ersetzt. Das einfach nur zur Erklärung. Ja, die Ölflagge, die wir da sehen, die wird gezeigt wegen des Bindemittels, beziehungsweise auch des Öls, weshalb man das Bindemittel gestreut hat. Und da ist jetzt die Chance für Andy Priot. Ah, die nächste Rechtskurve, die lag natürlich in dem Fall für den Alpha-Piloten günstiger, aber er hatte schon mehrfach in der Lisboa-Bend. Ja, und jetzt, hat er auch die, jetzt zeigt er auch die Lichthupe. Gibt da Signal an Augusto Farfus, mein Freund, ich könnte schneller. Tja. Aber ich glaube nicht, dass das den Brasilianer besonders beeinträchtigen wird, wenn er überhaupt in den Rückspiegel geschaut hat, denn wir haben es schon gesagt, höchste Konzentration hier angesagt. Und warum soll er in den Rückspiegel gucken? In diesen Passagen hier ist Überholen nur mit Kooperation möglich oder eben mit Gewalt. Und Gewalt wird Andy Priot nicht anwenden. Wir müssen vor allem jetzt auf den dritten Viertplatzierten achten. Der Dirk Müller könnte nämlich auch jetzt etwas schneller fahren als Ricard Riedel. Uah. Ja, da sitzt man schön im Auto von Andy Priot. Und da hat es geschrappt ein bisschen an der Planke. Dirk Müller war da eben ganz dicht dran gefahren an Ricard Riedel, der sich jetzt wieder etwas absetzen kann. Also gehört schon sehr viel Kooperation dazu, wenn man hier Überholmanöver zulässt. Einzige realistische Chance ist wirklich vor Lisboa Bend, am Ende dieser Hochgeschwindigkeitspassage. Allerdings muss man da aufpassen, wenn man sich nämlich da vertut, dann kann das ganz schön in Nirvana enden, was übrigens Franz Verschur vor vielen Jahren erfahren musste, als sein Auto im öffentlichen Straßenverkehr landete. Ups, da hat der Dirk Müller so einen kleinen Schubs gekriegt vom Chevrolet von, ja, ist es jetzt Larini oder ist es Menü? Müsste Larini sein, weil ein Menü liegt vier Plätze ja, dahinter. Ist Larini, jawohl. Gucken wir auch mal, wo Giovanardi ist. Also nach wie vor Sechster, wenn ich das richtig sehe. Tja, das würde nicht allzu viel bringen, aber hier haben wir sie wirklich trotzdem alle relativ eng beieinander. Starker Griff von Dirk Müller. Da hat er beide Leitplanke touchiert. Da war es aber knapp. Sehen hat an das Rennen in Mexiko, also ebenfalls einen wilden Slide hatte, der an der Mauer endete. Ja, der Dirk Müller hat Druck hier von Larini. Wer hätte das gedacht, dass ein Chevrolet hier Druck macht, aber das haben wir gesehen. Ja gut, Dirk Müller hat 60 Kilo im Auto. Steigerung plus die Gewichtsverteilung. Die Gewichtsverteilung und dann kommt eins hinzu. Das haben wir schon öfter gesehen, dass die Autos, die nicht über die Motorleistung verfügen wie die Top-Autos, aber im Windschatten wunderbar mitfahren können. Da war der Dirk Müller wieder im Trift und jetzt wird es richtig eng für den Burbacher. Ja, da fährt er schon richtig Kampflinie hier. Der darf jetzt keinen Platz mehr verlieren, das ist völlig klar. Der wehrt sich natürlich da mit Händen und Füßen. Und die Kamera schwenkt jetzt auch um auf dieses Duell. Nerven zeigt auf jeden Fall auch Augusto Farfus, der Spitzenreiter, der hier die Verfolger immer noch auf Distanz halten kann. Augusto Farfus hat übrigens auch einen Vorfall hier mit dem einheimischen Paul Puhn. Da gab es anschließend eine ziemlich
heftige verbale Auseinandersetzung und sich gegenseitig beschuldigt, wer denn der bessere oder schlechtere Autofahrer sei. Das Ganze endete wohl mit einer Morddrohung seitens Puhl gegenüber Augusto Farfus. Also, skurrile Szenen hier in Macau. Ja, und da geht er fliegen. Da geht er fliegen. Giovanardi ist raus. Giovanardi ist raus aus dem Titelkampf. Und somit ist BMW der Titel in der Herstellerwertung nicht mehr zu nehmen. Das war also Crash Nummer 3. Und da sehen Sie schon, kräftig ist er da eingeschlagen und hat auch noch hinten einen gekriegt. Also, völlig klar, Giovanardi. Das Thema hat sich erledigt. Da waren es nur noch zwei. Einer der Titelkandidaten. Durch Crash hier ausgeschieden. Jetzt würde ich gerne die Inboard-Aufnahme sehen, weil wir hatten auch eine Kamera bei Fabrizio Giovanardi eingebaut. Ich hoffe, dass wir das irgendwie... Der steht natürlich... Gehen. Ah, der versucht da noch irgendwie... Zu retten, was zu retten ist. Vielleicht das Auto irgendwie in die Box zu schleppen. Gibt es aber nur noch Grobkosmetik, würde ich sagen. Ja, da gibt es Funkverkehr mit Monika Sips. Aber ich fürchte mal, da ist nicht mehr viel zu retten. Er probiert's. Und da schauen Sie mal, wie dieser Alfa Romeo aussieht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der wirklich um die Spitzke herumkommt. Ich glaube es nicht. Vorne links das Rad fehlt. Wird wahrscheinlich steht schräg im Radkasten drin. Erheblich erweitern. Das ist ein einziger Schrotthaufen hier. Also gut, dieses Auto ist natürlich so gut wie nicht mehr herzurichten. Also da... Zumal, ich fürchte mal, den Alpha-Leuten gehen auch langsam die Ersatzteile aus. Wir haben es ja gesagt, 5 Crash insgesamt während der Tage. Jetzt von beiden BMW-Piloten. Einmal von Priot auf Farfus und von Dirk Müller auf Riedel. Schicken sie beide wieder zurück, mit Recht. Ja, und Garcia hat sich da inzwischen auch weit nach vorne geschoben, hat natürlich profitiert von dem Unfall von Giovanardi, ist jetzt Sechster. Übrigens, Nicola Larini hat ebenfalls keine Stoßstange mehr. Der hat auch irgendwo im Gefecht verloren. Ja, die haben sich alle irgendwo, irgendwann während dieses Rennens hier berührt. Keine Frage. Und wir gehen langsam aber sicher in die Schlussphase hier. Ja, 10 Runden sollte das Rennen jetzt dauern. So war unsere Information. Mal sehen, ob das mit dem Neustart, so geblieben ist. Farfus und Priot können sich wieder etwas absetzen. Dann Riedel und Dirk Müller. Und das ist noch nicht zu Ende, liebe Zuschauer. Also hier in Macau ist nichts zu Ende, ehe nicht die Flagge fällt. Wir haben es gesehen, wie schnell das geht im Falle von Fabrizio Giovanardi. Eine kleine Unaufmerksamkeit, einen halben Meter neben der Linie. Und dann ist es passiert. Wenn wir in die Independence Trophy hineinschauen, da ist Stefan der Erste nach wie vor der Spitzenreiter. Das heißt, er würde hier 20 Punkte kassieren. Und diese Punkte hätte er Karl Rosenblatt gebraucht, will er seine theoretische Chance gegenüber Marc Henrizi wahren. Das heißt, unter Umständen kann Marc Henrizi, der Eifelaner aus der berühmten Rennfahrerfamilie, sein Opa war der Heinz Henrizi, sehr, sehr erfolgreich früher auf dem Nürburgring, dann könnte er möglicherweise den ersten Lauf schon den Titel unter Dach und Fach haben. Also aus deutscher Sicht drücken wir dem Wichers-Team und dem Eifelaner natürlich ganz kräftig die Daumen. Ja, wir haben eben gesehen, Jordi Genet ist wieder unterwegs. Das hat natürlich mit der Platzierung gar nichts mehr. Dirk Müller fehlt. Wo ist Dirk Müller? Larini ist vorbei. Und Dirk Müller fehlt. Richtig. Dirk Müller ist nicht durch bisher. Larini als Vierter hat die Position von Dirk Müller übernommen, der möglicherweise ein Auto auch weggeschmissen hat. Da ist er. Stark rauchendes Auto, das ist Dirk Müller. Reifenschaden. Oder Unfall. Schauen wir mal. Ja, er ist über die Ziellinie jetzt. Tja. Aber das sieht also nach einem Reifenschaden aus. Möglicherweise hat er irgendwo die Leitplanke berührt oder er hat hinten einen Schuss bekommen. Mal schauen, wie das Auto hinten aussieht. Auf jeden Fall keine Punkte. Keine Punkte für Dirk Müller, der kommt als Zehnter ins Ziel. Wir haben leider nicht sehen können, was da passiert ist. Tja, sie ist enttäuscht und mit Sicherheit Enttäuschung auch bei der Schnitzer-Truppe. Ja, das gibt natürlich Andy Priot jetzt doch ganz klar die Oberhand.
Und der Dirk Müller hat das Auto direkt abgestellt nach der Start- und Ziellinie, will da gar nicht mehr noch eine komplette Runde rumfahren. Und wenn ich mir mal hinten... Das ist da, Antonio Garcia steht da ebenfalls im Abseits. Und der war auch dann ja im weiteren Getümmel. Der gehört auch zur Spitzengruppe, ganz klar. Also da haben sich die Ereignisse ein bisschen überschlagen und leider haben unsere Kameras das bis jetzt uns nicht liefern können, was da passiert ist genau. Kann also nur hoffen, dass wir das durch ein paar Interviews hier noch aufgeklärt bekommen. Hier parkt das Auto von Giovanardi, der nicht um die Hanalkurve rumgekommen ist. Also das hatte ich ja angedeutet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Monika Sips, nachdem sie das Auto dort unterwegs gesehen hat, ihm über Funk gesagt hat, komm, lass gut sein, lass stehen. Das Ding kriegen wir eh nicht mehr repariert. Tja, eins ist auch würde klar. Jetzt gerne sehen, was da passiert ist zwischen Larini und Dirk Müller. 7 Punkte beträgt auf jeden Fall jetzt der Vorsprung auf Andy Priot auf Dirk Müller. Das heißt, er braucht jetzt noch 3 Pünktchen beim zweiten Durchgang. Dann ist er, beziehungsweise 4 Punkte idealerweise, dann ist er der Weltmeister 2005. Hätte seinen Titel mehr als verteidigt. Im letzten Jahr war er Europameister und in der neu ausgeschriebenen Weltmeisterschaft ist er jetzt auf Titelkurs. Er ist schon ein Phänomen. Er hat in dieser Saison bisher nur ein einziges Rennen gewonnen. Aber er ist ganz vorne dabei und jetzt hat er die Nase sogar richtig vorn. Da haben wir das Ergebnis eingeblendet. Schönes Ergebnis auch für Chevrolet. Nämlich also Nullnummer für Dirk Müller. Priot und Rydell ist Chevrolet auf den Plätzen 4 und 5 anzutreffen. Ja. Und Peter Terting hat noch einen Punkt geholt. Geht an Peter Terting. Also Kompliment an den Deutschen. Ja, Dirk Müller nur 10. Das heißt also, nichts ist mit Punkten. In der Independent Trophy haben wir Stefan Derste, dann Karl Rosenblatt und dann Marc Henerici als 3. Ja, und es war nicht der Antonio Garcia, den wir da an Abseits vermutet hatten. Dann könnte es nur noch Zanardi gewesen sein. Wir schauen mal, was unser Computer uns erzählt, aber... Ja, so die neue Tabelle. Andy Priot mit 7 Punkten Vorsprung auf Dirk Müller, das haben wir eben schon ausgerechnet. Und Giovanardi aus dem Titelrennen ausgeschieden. Tja... Möglicherweise doch schon die Vorentscheidung nach diesem 19. Lauf der Saison zugunsten von Andy Priot. Augusto Farfus freut sich hier mit Sicherheit über diesen Laufsieg. Allerdings ansonsten aus dem Alpha-Lager nicht allzu viel übrig geblieben. Giovanardi raus, Kuto raus, James Thompson, der kommt als 7. noch in die Punkteränge hinein. Also ein Alpha-Desaster. So, Gustav hat zwischenzeitlich gerechnet und Karl Rosenblatt könnte zumindest rechnerisch. Ja, sieht so aus. Marc Henerici führt jetzt mit 114 Punkten, wenn wir richtig gerechnet haben. Stefano D'Aste ist 2. mit 96 und mit 94 Punkten Karl Rosenblatt auf dem 3. Rang. Das ist die Situation. Es gibt ja im nächsten Lauf noch 20 Punkte für den Sieger. Das hieß es, Stefan D'Aste, wenn er siegen würde und Marc Henerici würde ausfallen, hätte dann noch die Chancen, diese Independence Trophy zu gewinnen. Also auch da ist noch nicht alles gegessen. Genauso wenig wie hier in der offiziellen Weltmeisterschaft. Auch wenn Andy Priot natürlich jetzt alle Chancen dieser Welt hat. Ja, richtig. Wenn man dazu sagen muss, hier hatten wir vor allem ja auch Dirk Müller angerechnet vor dem Finale. Da kam ich im satten Punktepolster dahin und dann ist das Rennen doch anders gelaufen, als er damals erwartet hat. Und da hat er letztendlich im letzten Rennen die Meisterschaft verloren, damals die Europameisterschaft. Und so sieht es in der Herstellerwertung aus und damit ist BMW Meister in der Herstellerwertung. Die können also nicht mehr überholt werden von Alfa Romeo, von den verbliebenen Alfa Romeo-Fahrzeugen, müssen wir beinahe sagen. Also Glückwunsch an das Haus BMW. Da ist der Bart, nicht der Bart mal ein Person, Andy Priot als 2. der drittplatzierte Ricard Riedel und der türkische Sieger Augusto Farfus. Scheint sich also von irgendwelchen Morddrohungen der Einheimischen hier nicht beeindrucken zu lassen. Ja, kriegt berechtigten Beifall von Andy Priot und von Ricard Riedel. Der Macau Newcomer gewinnt hier Lauf 1. Und es gab eine Menge, die ihn da sehr schnell irgendwo an der Leitplanke erwartet hatten. Der war für viele der erste Kandidat. Tja,
ja. Und wir haben es ja schon thematisiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit war das eben auch der letzte Auftritt als offizieller Alfa Romeo Werksfahrer. Zumindest was das Werksteam angeht. Wir wollen nicht ausschließen, dass er im kommenden Jahr im Alfa Romeo sitzt. Jetzt die brasilianische Hymne. Ja, das war die brasilianische Fassung, ultra long. Ja, ich glaube, das war die Langfassung der Hymne. Aber Sie haben gesehen, wie sich der Augusto Farfus da freut. Das ist sicherlich einer seiner größten Erfolge überhaupt im Tourenwagen. Also das ist, falls er sich noch irgendwo bewirbt, sicherlich eine gute Empfehlung. Ganz links im dunklen Pullover sehen wir übrigens Mauro Sips, den Ehemann von Monika Sips und Chef des Alfa Romeo Werksteams. Und auf der anderen Seite den Sieger der Privatfahrerwertung, Stefan De Aste. Ja. So, jetzt erscheinen die Offiziellen zur Siegerehrung. Sponsor ist übrigens die Gesellschaft für die Spielcasinos von Macau. Denn das müssen wir vielleicht noch sagen, das haben wir Ihnen noch nicht gesagt. Macau ist ein bekanntes Spielerparadies. Hongkong ist nicht sehr weit und es gibt eine Menge Einwohner von Hongkong, wo das Glücksspiel übrigens verboten ist, die da mal schnell mit dem Boot rüberfahren nach Macau und dann die Kugel im Casino rollen lassen. Tja, und hier muss man sagen, im ersten Lauf der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, da ist die Kugel auf die Startnummer 7 gerollt, auf Augusto Farfus, der sich jetzt da stolz den Lorbeerkranz umhängt und auch noch den goldenen Pokal in die Höhe stemmt. Und wir sehen natürlich auch einen sehr zufriedenen Andy Priot, der ganz genau weiß, das war für ihn die halbe Miete. Nichtsdestotrotz, Macau hat eigene Gesetze und Andy Priot steht gleich auf dem 7. Startplatz und das heißt normalerweise auch Gedränge in der ersten Kurve, Lisboa Bend, also klar, das weiß er auch. Miete, die er jetzt da für sich verbuchen konnte, alles ist hier noch möglich. Vorausgesetzt, das Auto von Dirk Müller ist wieder fahrtauglich. Das wollte ich gerade hinzufügen, denn das wissen wir bis jetzt nicht. So, das gibt ein wunderschönes Gruppenfoto auf dem Podest. Aber ich denke mal, die Piloten, die möchten jetzt lieben gerne zurück in die Boxen zu ihren Fahrzeugen. Stefan der Erste hat etwas Probleme. Da gibt es auch eine Erklärung für. Nämlich die Heckpartie seines 320er BMWs war ebenfalls stark beschädigt. Er war in den Startcrash im ersten Durchgang verwickelt. Und offensichtlich muss er da ganz schön die Zähne zusammenbeißen. Stefan der Erste. Und Andy Priot hilft ihm da. Muss ich erstmal setzen, der Stefan der Erste. Der hat also wirklich gekämpft, um hier die Zielflagge zu sehen. Humpelt wieder zurück. Um ein weiteres Siegerfoto zu erhalten. Ja, also hier großes Posieren angesagt. Ich hatte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass wir jetzt die Pressekonferenz bekommen hier.
Aber da gibt es, glaube ich, jetzt noch für den guten Stefano De Aste, den man eben vergessen hatte, die Trophäe von Michelin, die nämlich die sogenannte Independence-Trophäe sponsern. Zumindest letztmalig, weil es wird im nächsten Jahr einen neuen Reifenhersteller geben. So Yokohama wird die Nachfolge von Michelin antreten. Erste Testfahrten hat es da schon gegeben. So, und jetzt humpelt der gute Stefano De Aste.